Hallo Leute und herzlich willkommen zu Formel 1 wieder zurück. Wir werden jetzt direkt das Qualifying fahren und hoffen, dass wir gut abschneiden. Ich habe es jetzt doppelt so gut gemacht, die KI. Bisschen viel vielleicht, aber maybe werden wir es trotzdem noch schaffen. Ich hoffe auf eine gute Platzierung. Es hat halt auch Regen, das ist halt auch relativ scheiße. Aber egal, wir geben unser Bestes. So Leute, und da geht's schon los. So, warte mal. Hier habe ich die Kontrolle, genau. Stimmt, wir können ja hier auch nur mit DRS und RS arbeiten. Boah, ich bin ja schon relativ lange jetzt nicht mehr Formel 1 gefahren und sowieso nicht mit Regen. Also bin ich tatsächlich extrem selten gefahren. Aber naja, wir geben mal unser Bestes und hoffen, oh Gott, Alter, hoffen auf eine gute Zeit. Aktuell wären wir, glaube ich, noch Erster. Ja, oh mein Gott. Jo, wie rutschig das ist, ja klar, lol. Scheiße, ey. Es ist übelst rutschig, ich bin Letzter, alles klar. Jo. Zum Glück ist das Rennen nicht so. Aber ich will trotzdem noch ein paar Positionen gut machen. Ja, wie will ich da den fahren, Alter? Habt ihr das gesehen? Ich rutsche ja direkt weg. Keine Chance, da irgendwas zu reißen noch. Ja, wir müssen halt wahrscheinlich dann als Letzter starten. Ja, das ist komplett, Digga. Und dann, ja. Mann, ist das behindert. Irgendwie einen doofen Ausrutscher. Wir wären noch Erste gewesen. Weil mittlerweile holen wir zwar wieder ein paar Plätze auf, aber trotzdem, ey. Das Ding ist, die Gefahr ist so groß, dass wir unseren Frontflügel kaputt machen. Oh. Und ja, das ist halt ziemlich kritisch, wenn wir unseren Frontflügel dann immer kaputt machen, weil dann sind wir insgesamt viel langsamer. Ich glaube, wir sind aber Elfter, das geht ja noch klar, oder? Ja, Elfter, das ist so Mittelfeld halt. Ist halt wirklich Mittelfeld. Jo, naja. Hoffen wir, es läuft im Rennen besser. Okay, Leute, wie ihr seht, das Wetter ist jetzt auf jeden Fall besser. Und wir starten jetzt auch mal das Rennen. Einfach das Ziel ist jetzt erstmal, einfach den Frontflügel nicht kaputt machen. Das ist gerade so ein bisschen das Wichtigste. Uiuiui, und hier gab es schon fast den ersten Crash. Alles klar, Digga. Wir haben aber schon viele überholt. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen einzureihen. Hier vielleicht nach Perez. Ja. Boah, das war so gut. Das war ein übertrieben guter Start. Aber jetzt einfach kurz Position halten und dann geht es ans Überholen. Boah, die sind viel schneller, ey. Das wird, glaube ich, richtig schwierig. Schwierig, Alter. Schwierig. Wir können auch nicht mehr reden. Okay, ich fahre jetzt mal weiter und hoffe, dass es alles gut kommt. Ja, oh mein Gott. Das wird eine Herausforderung. Okay, Leute, ich habe gerade Perez überholt. Let's go, wir sind Vierter. Jetzt geht's weiter zu Verstappen. Okay, Leute, wir gehen jetzt in die Box. Oh je. Genau. Es sind tatsächlich auch alle in die Box gegangen. Okay. Boah, wir sind schon durch. Können halt jetzt schon wieder weiterfahren. Können wir leider noch nicht direkt. Weil wir müssen noch kurz den Frontflügel wechseln. Das braucht halt jetzt einfach wieder Zeit. Ey, das ist so scheiße. Weil ich bin trotzdem ein bisschen angekommen später. Aber 8 Sekunden geht voll klar. Und wir sind auch erst Zehnter. Jetzt einfach, heißt es einfach Plätze gut machen. Genau. Wir müssen jetzt wahrscheinlich einfach noch kurz Magnussen überholen. Oh. Ich weiß gar nicht, ob man ihn überhaupt so ausspricht. Eieiei. Okay. Dann. Oh. Jetzt einfach nicht mehr. Ich glaube, es war sogar in dieser Kurve. Einfach nicht mehr Unfälle bauen. Einfach jetzt gut fahren und versuchen zu überholen. Können wir den ersten holen? Ja, uiuiuiuiuiui, Alter, das war knapp. Ja, geil. Jetzt hat uns auch noch Mick überholt. Aber eigentlich cool, dass er so weit vorne ist. Mick Schumacher. Nix da. Oh, fuck. Jo, was? Ja, aber er wird mich wieder überholen, oder? Nee, als ob. Das wäre so asozial. Naja, Schumi. Der junge Schumi. Der neue Schumi. Muss auf jeden Fall noch an die Box. Und Hamilton ist, glaube ich, jetzt auch an der Box, oder? Geht ihr auch an die Box? Ne, der vor mir nicht. Okay. Ja, Dings ist jetzt aber in die Boxe. Das Ding ist, Magnussen, der war jetzt auch schon an der Box. Also vorhin halt. Der ist aktuell Vierter. Ich glaube, die vor mir waren eben alle an der Box. Und das ist so ein bisschen das Problem. Dann hätten wir ja jetzt einen Platz verloren gehabt. Klar, wir haben natürlich auch noch ein bisschen Zeit wegen dem Frontflügelwechsel. Aber trotzdem nicht so geil. Wir sind jetzt wieder Vierter auf jeden Fall. Aber Verstappen ist so weit vorne, Alter. 10 Sekunden. Den werden wir nicht mehr holen in 8 Runden. Ich versuche einfach noch die Bestzeit zu holen, jetzt auf den neuen Reifen.
und ja, einfach noch eine möglichst gute Zeit hinzulegen. Ja, let's go, Leute. Neue Bestzeit. Let's go. Das heißt, wir haben zumindest einen Punkt für die Bestzeit noch bekommen. Boah, bin ich froh, ey. Zumindest das. Wir sind mittlerweile auch nur noch 8 Sekunden hinter Verstappen. Das ist auch sehr gut mittlerweile, okay. Ich fahre weiter und ich hoffe, ich bleibe weiterhin so gut. Alter, Leute. Ja, ganz klar, Digga. Mann, ich hab Wasser. Ich hab so gut gefahren. Und jetzt bin ich von voller Kanne in die Bande reingekracht. Krass, dass das Rad nicht abgebrochen ist. Jetzt mein Frontflügel auf der einen Seite einfach wieder weg. Mann, das ist so behindert. Guck mal, wie tief ich runterbremsen muss. Zum Glück sind es nur noch 3 Runden. Aber guck mal, der Perez hat jetzt schon 2 Sekunden gut gemacht. In einer Runde, das ist übel viel. Und es wird immer mehr, weil ich muss jetzt immer mehr abbremsen für die Kurve. Das ist so behindert, Mann. Ja, klar, auf der anderen Seite auch noch kommen. Okay, Leute. Ich bin gerade in der letzten Runde jetzt. Und jetzt hangen Perez und Stroll beide so richtig dicht an mir. Darf jetzt, ja, wollte gerade sagen, keinen Fehler machen, sonst sind die vorbei. Och, Junge, so behindert. Ja, klar, komm, überholt mich doch alle, mein Gott. So ein Scheißrennen, nur wegen diesem blöden Behinderten. Erstmal, das Qualifying war absolut scheiße. Ja, komm. Es ist eh alles egal. Ja, wahrscheinlich bricht doch der Reifen ab. Einfach weiter. Mann, komm, das Rennen ist doch sowieso gelaufen, Alter. Ich habe ihn noch überholt. Ja, nee, der. Also ganz ehrlich, erstmal das Qualifying war übel scheiße wegen dem Wetter. Zweitens mal, war es scheiße, dass wir schon so relativ früh in der ersten, ich glaube, es war schon in der ersten Runde einen Teil von unserem Frontflügel verloren haben. Und jetzt zum Schluss noch das. Also ganz ehrlich, kann man sich nicht geben. Vielleicht schaffen wir es noch, Perez zu überholen, jetzt hier auf der Geraden. Ja, alles klar. Was? Es hat keine Strafe gegeben. Ja, let's go, wir sind trotzdem noch Vierte geworden. Das ist eigentlich auch lächerlich. Aber ich bin Fahrer des Tages geworden, let's go. Ja, moin, wie denn? So, Leute, dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge Formel 1? Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet?